10 Arten von Eltern, die sicherlich jeder von euch kennt und jeder schon mal erlebt hat. Schreibt rein, welche Art ihr am lustigsten fandet und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Dieses Video könnte Spuren von Cringe enthalten. Die richtig strengen Eltern, die alles verbieten. Ja, das machen wir dann. Das ist ein gutes Geschäft. Ja, ja, das machen wir. Ja, ja, prima. Gut, das freut mich. Wunderbar. Dann, tschüss, ne? Hallo Mama, ja. Hallo Papa. So, mit dir. Was ist los? Warum störst du uns? Darf ich mich mit Moritz verabreden? Nein. Auf keinen Fall. Nein. Warum nicht? Nein. Darf ich rausspielen? Auf keinen Fall. Kommt nicht in Frage. Darf ich aufs Klo? Nein. Ganz dringend. Darf ich die Hausaufgaben machen? Nein. Warum? Wenn du nicht deine Klappe hältst, hast du lebenslänglich Hausarrest, damit das klar ist. Und du machst jetzt ganz schnell den Abwasch. Aber zeig ich, sonst komme ich in die Küche. Die Helikoptermutter, die keine Freiräume lässt. Jo, Bro, ich bin in 10 Minuten da. Ich muss ja eben kurz meine Schuhe anziehen, dann bin ich sofort los. Let's go. Nein, nein, nein. Stopp, 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 mein Junge. Bevor du jetzt nach draußen gehst, ich habe hier noch ein paar Sachen für dich. Hier, die Mütze, es ist kalt draußen. Du musst so ein bisschen hier deine Jacke. Mama, nein, Kiefer, ich will hier nicht anziehen. Bitte, doch, die zieht sich raus. Nein. Los, gib mir deine Arme hier meine durch. Meine Arme haben alle Pulli an. Ja, es ist voll warm draußen. Du hast glaube ich auch schon hier. Bitte vergiss die Serie, die ist wirklich wichtig. Ich hab hier doch, was für dich hier? Kopfhörer, falls du Musik hören willst, ist ganz wichtig. Mama, das ist so peinlich von dem Spiel. Hier ein GPS-Tracker, damit ich immer weiß, wo du bist. Hier noch ein bisschen Geld, damit du dir ein schönes Eis kaufen kannst. Jetzt hier, los, verschwinde. Bitte sei pünktlich um 9:30 zu Hause. Wenn nicht, dann komm ich dich abholen, ne? Also bitte pass auf, ne? So, viel Spaß noch. Tschüss. Die Bonzen-Eltern, die richtig reich sind. Rich, rich. Mami, Papi, ich brauche Geld für mein neues Auto. Du brauchst Geld? Geld. Ihr braucht Geld, hast du gehört? Meine Liebe, was hast du in der letzten Arbeit gehabt? Eine 2 Minus. Eine 2 Minus. Eine 2 Minus, der von Arschhausen hat eine 2 Minus. Du kannst ja deine Australien-Ausland ja sowas von abschminken und ein Auto auch. Wollen wir nicht so sein. Nochmal hier, 500 Euro auf den Tisch. Danke. Schau dir mal schön, meine Liebe, ne? Die Assi-Eltern. Hi, Mama, Papa. Hallo. Das ist mein neuer Freund. Hi, ich bin Johannes. Ich bin, es läuft. Ja, wir sind jetzt zusammen. Mein erster Freund. Ja, das ist dein neuer Freund. Der Lümmel? Der Lümmel, ja. Wie findet ihr ihn so? Ist doch ganz schluckelig, oder nicht? Das ist ein Lümmel. Habt ihr noch so ein Lümmel? Ihr wisst schon. Ey! Wir gehen dann mal auf mein Zimmer. Ja. Wenn du denkst, du kannst hier machen, was du willst, dann hast du mit mir zu tun, du kleiner Hut. Ey, aber mach jetzt mal Abflug hier. Ich will jetzt auch über den Tag und nachgucken. Wir gehen dann jetzt auf mein Zimmer. Hat dich gefreut, dich kennenzulernen. Genau, und bitte mach die Tür zu, oder wenn ihr hier einen Knack macht, ihr wisst schon, was ich meine, ne? Tür zu bitte. Nicht so laut sein. Die versuchen cool zu sein und dabei richtig cringe sind. Hallo Mama, Papa, was gibt's heute zu essen? Ich war in der Schule und ich habe jetzt Hunger. Bro, was zu essen? Bro, ehrlich gesagt habe ich jetzt nichts gekauft. Ordentlich was bei Lieferando, mein Sohn. No, heute kann essen. Okay, bei Lieferando. Okay. Rudi, was ging so heute in der Schule? Hast du hier eine neue Freundin kennengelernt? Haben die Lehrer ein paar Bars gesplittet? Oh mein Gott, so crazy. Ja, geil. Was macht ihr heute noch so? Eigentlich machen wir nicht mehr. Also, können wir was zusammen machen? Diese Shisha? Scheiße, ich habe schon richtig Bock auf Shisha habe ich letztens wieder eine neue gekauft. Die ist ganz teure, Digga. Rudi, da ist die Zeug, was das so Dings. Tabak. Ja, Tabak. Rudi, wenn du willst, wir können zusammen rauchen. Mosch, Bruder, Mosch. Das machen erst die Älteren, ich bin erst älter. Los, geht raus, Digga. Digga, hast du Monte-Clip gesehen heute wieder? Ja, Bruder, ich kenne ihn. Er muss auch Streamer werden, Digga. Ich will aber kein Streamer sein. Bruder, wir machen den jetzt Monte 2.0. Oh mein Gott, wie cringe, die werden mich alle aufmachen. Die Militäreltern. Eine Sekunde zu spät. Stillgestanden! Wo warst du so lange? Mein Freund. Zähne geputzt? Nein. Hausaufgaben gemacht? Nein. Was? Du hast keine Hausaufgaben gemacht? Sofort da unten! Hast du dein Zimmer aufgeräumt? Nein. Ab mit dir! Los! Freunde, komm mal her! Freunde, was ist denn für eine Mathe-Note gehabt? 1 Minus! 1 Minus! Warum genau? Keine Liegestütze, mein Sohn! Mit der Mädchen? Mir scheißegal! Ich wollte immer einen Sohn haben! Jetzt los! Den wirklich alles egal ist. Jo, was geht? So, ne Mann, na? Kann ich mit meinen Freunden kurz rausgehen? Wir wollen ein bisschen chillen, so ein bisschen laufen. Mhm. Ja. Ich weiß, es ist schon irgendwie 1 Uhr und ihr seid da ein bisschen kritisch. Deswegen würde ich fragen. Ja, kann er machen, ne? Ja. Nice. Mein Kollege Dennis, der hat jetzt ein neues Auto. Wir wollen noch ein kleines Rennen fahren auf der Straße. Gar kein Problem. Uns egal. Straßenrennen, kein Problem. Habe ich auch gemacht damals. Ja. Die sind auch alle Drogen, die da. Also, wenn das okay für euch ist und wir wollen auch alle Sex haben und. Ja, klar. Jawohl, kannst du machen. Ja. Noch eine Frage, ein Joints? Achso, ein Johnny. Achso. Sag's doch gleich. Bro, hier. Weißt du, okay, gut. Das ist ein guter Beitrag. Ja, sehr gut. Wirklich schrecklich, was sie mit den Kindern da gemacht haben. Die Spießer, jeder kennt sie. Wo
willst du hin, mein Fräulein? Auf eine Party. Auf eine Party, sagst du? Eine Party? Weißt du, wie gefährlich das da draußen ist? Gefährlich? Natürlich, es ist sehr gefährlich. Gefährlich, ja. Es ist gerade mal 15 Uhr. Und was hast du da an? Wie siehst du denn bitte aus? Doch völlig normal. Man geht immer so auf eine Party. Man sollte zu dieser Uhrzeit eigentlich schon längst im Bett sein. Ja, nicht in dem Aufzug, meine Dame. Bitte zieh dir was anderes an. Und du weißt, um 18 Uhr im Vorstrich haben wir Abendbrot am Tisch. Und es wird das gegessen, was draufkommt. Ja. Genau. Frau Friederike von Holzenstein, wo ist die Tupperdose? Was soll die Scheiße? Bringst du mir die Tupperdose? Die Tupperdose. Hast du die zurückgebracht? Die ist immer noch nicht da. Die noch im Mittelalter leben. Johannes, mein Sohn, komm mal her, bitte. Mama, was ist denn los? Irgendwie funktioniert das V-Lane nicht. Was? V-Lane, das funktioniert nicht. V-Lane? Ich hab kein Internet. Ach so, WLAN. Mama, das WLAN. Das wird tausendmal erklärt. Du gehst hier auf Einstellungen und dann... Okay, das ist jetzt natürlich auch so. Okay. Also das ist der WLAN-Router. Schau, hier ist der WLAN-Router. Das ist der WLAN-Router. Hier drückst du. Hier so machen und dann so und dann so. Dann geht es wieder. Komm, ob es geht. Ach, perfekt, Johannes. Wie hast du das denn gemacht? Aber das ist ganz einfach. Mein Schlaumer, ja, mein Sohn, bist du hier? Ja, das ist ganz einfach. Was kannst du dann programmieren? Ich hab das WLAN repariert, Mama. Amerika. Freundchen, nein! Warte nochmal. Ja. Zeig ich, sonst komme ich in die Küche! Digga, fucking. Du brauchst Geld! Aber dann, ich muss ein bisschen arroganter kriegen. Mal. Du brauchst Geld! Hi! Nicht in die Kamera gucken, ne? Guck da so vorbei, so und laufst aufs Kissen. Ich hab mich nicht aufs Kissen. Guck aufs Kissen. Ich hab mich nicht mal geguckt. Ja, hat mich gefreut, sie kennenzulernen. Ach, Trottel. Wo gehst du hin? Aber irgendwie ist es lustig. Ich geh mal zurück. Okay, dann gehen wir so. Ja, okay. Ja, okay. Sag, wir gehen in mein Zimmer. Ja, dein Zimmer ist nicht da. Hast du deine Seite geputzt? Nein, noch nicht. Schnell gestanden! Mann! Warte nochmal. Du musst wirklich noch mehr und direkt reden. Und 10 Linke, das ist mein Sohn! Mein Sohn? Ja, das ist der Party. Ich bin eine Tochter. Scheiß auf! Ja, ja, ja. Perfekt. Ich bin leise, Alter. Okay, los. Wie siehst du denn aus mit dem Outfit? Ist doch völlig normal. Man geht immer so auf eine Party. Fräulein, wenn wir eine Superdose. Wie kommt ihr denn jetzt auf einmal? Das ist immer scheiße. Seit wann kannst du programmieren und so, musst du jetzt sagen. So, du musst nach Silicon Valley und so. Mein Gott. Du musst nach Amerika zu diesen Programmierern. Elon Musk will nein, ich haben. Das sag ich nicht. Nein, das sag ich nicht. Was? Das sag ich nicht. Mama, es ist ganz einfach. Was kannst du denn programmieren? Ich hab das WLAN nur repariert, Mama. Nach Amerika.